Ja, Leute, was geht? Und es geht weiter hier mit Let's Play Red Dead Redemption 2 mit mir, den Pirates. Wir machen weiter. Ja, geht das Spiel jetzt? Jetzt geht das Spiel wieder. Eben wird das Spiel nicht angezeigt. Startet Error. Error? Bitte rebooten Sie das Spiel. Also bitte starten Sie das Spiel noch. Was macht mein Pferd da? Ist gesund? Ist Tierquälerei? Ist das normal? Ich hoffe, das Spiel funktioniert jetzt. Und ich habe mir das gemerkt. Ich weiß auch, woran der Fehler liegt, warum das damals geruckelt hat, die Aufnahme. Denn man muss jetzt ja diesen neuen Nvidia-Codierer benutzen. Oh Gott. Man muss jetzt ja hier den neuen Nvidia-Codierer benutzen bei OBS, wenn man Nvidia aufnehmen will. Und der ist. Ich gehe davon aus, mein PC damit Probleme hat, damit nicht mein PC, sondern ja, meine Grafikkarte. Einfach, weil meine Grafikkarte auch schon ein paar Jahre auf Buckel hat, ne? So, 4 Jahre. Jetzt hätte ich das Jahr alte 1080, glaube ich. Ja, 4 Jahre. Aber es geht auch so. Also, ich habe jetzt geguckt, die Leute aufnehmen, sind es wieder gut. Ich habe das Rucker wieder hinbekommen. Ich werde jetzt auch nur noch über Prozessor aufnehmen. Das andere geht nicht mehr. Und das ist auch nicht schlimm, muss ich sagen. Finde ich jetzt auch nicht schlimm. Ich weiß es, woran es liegt. Woran das liegt, und das ist gut, und ja. Meine Grafikkarte macht nicht, will das nicht mehr machen, weil für mit dem Codieren nicht geht, dann geht es halt nicht. Ehrlich. Weil ich könnte mir jetzt natürlich auch dieses Jahr fallen, ich werde eine RTX holen, aber deswegen ist gerade meine Grafikkarte, nur weil das nicht geht, und man das nicht umgehen können, weiß ich nicht. You look like an honest enough feller. If I could interest you in bounty work, the poster's on the wall. Könnt ihr mir übrigens glauben oder nicht, ich bin so. Könnt ihr mir glauben oder nicht, ich bin sowieso kein großer Fan der neuen RTX. Ich weiß nicht, diese neuen RTX-Grafikkarten haben sie mir überhaupt nicht angetan. Die jetzige Generation. Also jetzt hier 2080, ne? Die super Dinger auch nicht. Weiß ich nicht. Denke ich mal auch so, kann ich mal noch behalten. Keine Ahnung, irgendwie. Haben sie es mir nicht angetan. Aber könnt ihr gerne mal eure Meinung reinschreiben. Lohnt sich der Wechsel von 1080 auf 2080? Weil natürlich. Ja, mal gucken, weiß ich noch nicht. Ich will eigentlich noch behalten. Ich will meine 1080, ich will die noch behalten. Ich mag die echt gerne. Aber gut, ist ein anderes Thema. Steckbrief für Elias Green. Gesucht, $90. Elias Green, tot oder lebendig? Gegen ihn wurde Haftbefehl entlassen wegen des Mordes unter der Verstümmelung von 6 Siedlern. In der Nähe des Manzanita-Handelspostens. Oh ja, ich wollte schon mal während des Lebens unterbrochen werden. Danke. Das hilft. Er ist Mitglied der Bande der Skinner-Brüder und gilt als extrem gefährlich. Er wurde selten im Gebiet der Great Plains gesehen. Green ist untersetzt und trägt Tierfelle, einen Bärenhut und ein Wildlederhemd. Informationen sollten unverzüglich notfalls per Telegramm verschickt werden und zu Händen von Dunbar Polizeirevier Blackwater. Da schreibe ich immer in Großbuchstaben. Dann werde ich die mal hier. Naja. Ich hole ihn. Ich hole ihn zurück, ey. Ich hole ihn zurück. Das, was ich mit dem Onkel Arthur schon gut konnte. Mache ich mit ihm jetzt auch. Ah, da in der Nähe ist auch mein Wohnort. Mein Haus. Na gut, oder dann schätze ich wohl, dass das Haus sein soll. Das ist die gelbe Markierung. Aber das hole ich mir. Diese, weiß nicht, wie lange wir da jetzt für die Kopfgelder brauchen. Entweder diese oder nächste Folge. Was? Merkt mich überhaupt irgendeiner? Oh, hier sind neue Häuser. Super cool gemacht. Ich finde einfach so geil, dass du Bettler auch bestehen könntest. Ja, das tue ich nicht. Irgendwie so asozial.
Das ist so richtig assi. Yeah, this is for you. Too kind, fella. I used to be a man once. You know, a wife, career. Now look at me. Worse than nothing. A filthy, worthless joke. Ach, Kumpel. Wie kann man so jemanden bestehlen? Also, Moment, oder wird das? Das weiß ich nicht. Nein, sowas tue ich nicht. Dann so ein paar Sozialtaten mache ich vielleicht auch mal ganz gerne. Mal ausrauben, habe ich auch mal noch eins normal gemacht. Ich kann kein Bösen spielen. Das war ja nie. Und sowas nämlich irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich kann es einfach nicht. Ich meine, manche können das richtig gut, manche Let's Play habe ich auch schon gesehen. Die bringen es aber auch gut rüber, die böse Rolle. Ich kann das gut rüberbringen, ich kann es nicht. Ich kann auch gute Rollen spielen. Oder wenn das Spiel darauf ausgelegt ist, böse zu sein, dann geht's auch. Also wenn ich jetzt einen bösen Charakter spiele, weil das die Story einen bösen Charakter hat, weil die Story jetzt einen bösen Charakter hat, dann geht das auch. Aber wenn ich mir entscheiden kann, immer gut. Wie jetzt zum Beispiel. Deswegen, was haben wir eigentlich für einen bösen Charakter? Haben wir schon mal ein Spiel gespielt? Man keinen Held gespielt hat, sondern wirklich also den Bösewichten. Haben wir schon mal ein Spiel von Let's Play? Mir fällt gar kein ein. Und bei 70 Spielen? Keine Ahnung. Man wirklich böse sein? Ne, ich glaube, gibt's auch kaum Spiele, ne? Wo man wirklich böse sein konnte, also wo man wirklich böse sein kann. Ich habe jetzt ja auch irgendwie 72 Let's Plays schon gemacht. Das ist echt krass, also what the... Die Zeit geht echt schnell. Aber ich finde aber zu geil, ja, das Outfit lasse ich natürlich auch, ne? Aber irgendwie steht in der Kinnbart, der steht übelst gut, muss ich sagen. Irgendwie war aus ihm schon den wunderschönen Weihnachtsmann. Oh Gott. Foxy, du scheiß Bär. Da muss ich jetzt zur Wehr setzen, ne? Naja, Jim Milton reitet wieder. Danke, du liebes Pferd. Ich hab doch gedrückt. Shit. Ja, ganz so, jetzt bin ich tot. Doch nicht. Mal Glück gehabt. Ja, dann ist toll. Ah, okay. Gucken wir mal. E, Q, was war denn das für Scheiße? F, E, H. Toll, ich meine, wie lange spiele ich schon 130 Folgen und ich weiß nicht die Steuerung. Geil. Ich finde den Kinnbart irgendwie voll geil. Wie findet ihr ihn? Dann schreibt mal in Kommentare. Ich weiß nicht, ihm steht das. Ich finde, Arthur steht ein Vollbart. Ah gut, ich habe diesmal einen anderen Arthur gespielt. Jetzt habe ich Unhut gemacht, weil ich... Letztes Mal ohne Hut, weil Arthur ein besonderer Charakter war. Genau, wollte das ein bisschen zeigen. Arthur ist was Besonderes. Er ist was Besonderes. Oh nein, noch mehr Wolfe. Nicht noch mehr von den Viechern. Danke. Na dann. Ist er dann auch in die Richtung, wo der Totenkopf ist, oder ist das jetzt nur Pech, dass da ein Totenkopf ist? Sonst würde ich mich nämlich ganz gerne hier umgucken. Ja, schon mit da. Okay, ganz vorsichtig, ganz. Wir gehen hin, erklären die Lage. Jesus. Was ist die Teufel? Ach du Scheiße, das wäre das Lager. Ja.
Gott. Dann müssen wir dich aufpassen. Ganz ruhig fährt denn, ganz ruhig. Hey! This one's still breathing. Oh, the bear. Scheiße. Nee. Oh. Hör auf zu fesseln! Gott. Fällt auch in Ruhe noch zu Ende, ne? Wo ist er? Da. Ja, aber Bogen schießen, du Indianer. Ach du. Der fesselt in Ruhe zu Ende. Weißt du, er wird beschossen. Nein, oder John denkt sich, nee, ich gucke auf die Uhr, fest und ruhig zu Ende, trinke noch einen Tee zwischendurch und dann könnte ich mir mal überlegen zu schießen. Also, ich wollte noch einfach, ich dachte, das geht, dass man so aufhalten kann, nee, einfach den Inventar natürlich zu Ende. Also, stehe ich bei Videospielen irgendwie nie, warum kann man sowas nicht abbrechen? Es gibt ja so, bei einigen Spielen kann man Aktivitäten abbrechen. Aber ich finde das immer so merkwürdig. Gut, dann machen wir nachher. Okay, ich glaube aber eher nicht. Ich glaube, wir werden heute. Das sehe ich jetzt schon in der Zeit. Wir werden heute. Ja, nur einen. Nur die Schneckenfilm machen. Oh, ja, reicht auch. Ja. Mal gucken, wo dann irgendwann deine Kollegen auftauchen. Das ist bestimmt Kollegen, oder? How you feeling up there? It ain't a smart man. You give it a rest. Hi. You got a wife somewhere? You smell like you got a lady. I'd sure like to meet her, feller. Think you could fix it so we're introduced? Nee, Kumpel. Nee. Weißt du? Ich bin die Ruhe selbst. Mich kannst du nicht reizen. Es geht einfach nicht. Oh, ich finde das so schön, ne? Ja, deswegen meine ich. Deswegen werde ich bestimmt jetzt hier keine neue. Warte gerade mal. You're gonna suffer, mister. Okay. Suffer. Dann lass mich doch leiden. Das ist mir scheißegal. Ah, was du auch richtig hältst, Kumpel. Oh, sieht das geil aus. Oh, ist das schön gemacht.
Das ist mir eigentlich auch scheißegal. Na? Hi. Ja. Gut. Ich wollte es eigentlich ein bisschen gar anders machen. Aber gut, fliegen wir einfach mal drüber. Weißt du, wir. Überleben jede Schießerei, überleben die Dutch My Lende Gang und sterben am Ende am Genickbruch. Wir stolpern. Got you that Skinner, brother. Elias Green. Set me down. Elias Green is a living breathing. God damn it. Put him in a cell. You ain't got a rope strong enough for me, Sheriff. Justice will be done and done quick. Lock him up. Na ja. Und schön artig bleiben. Na? Wie gabst du denn für den Aufwand nochmal $90? That man ain't worth spit. But here's what we're paying for him. You don't mean that, do you, Chief? It's only fair. You're making an old chief's life a little easier, you know? How about coming back in a while, picking up another poster? You want to hear about the murders? All the folks I killed? How they scream, Chief? Ain't much I got to achieve in life, except in seeing you hang, Green. Enough. What? Ach cool. Gut. Dann werden wir mal das nächste Kopfbild holen. Blub blub blub. Genau so hier. Warten wir kurz rüber, holen das Kopfbild, damit wir das noch. Haben wir eine Kopfbildfolge. Ach so, natürlich eine tolle Ausrede. Für jeden Serienmörder, ne? Aber wenn man einmal angefangen hat, geht es einmal nicht mehr, ne? Was kannst du? Ich hab auch damit angefangen. Ich hab einmal jemanden auf die Schnauze gehauen, jetzt wird es ewig machen. Oh, was ist das für eine geile Logik, ey? Ach ja. Na, ich weiß nicht. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben? Würdet ihr einen Wechsel empfehlen überhaupt? Also, ich bin ja momentan nicht mit dem Grafikkartenwechsel, sondern eher. In der Generation, ich warte und hol mir was Vernünftiges, hol mir irgendwann mal eine Grafikkarte. Ich meine, ganz ehrlich, das läuft der Looper, das Spiel. Wie läuft der Looper? Das ist super. Okay, also im Codierer ist jetzt Pech. Ich weiß nicht, woran es liegt. Aber, ja, das andere läuft das Spiel. Brauche ich gar keine neue Grafikkarte, weil wenn es läuft, dann braucht man nichts Neues, meiner Meinung nach. Das heißt, ich hole mir mal neue Grafikkarte, wenn ich es brauche. Denn der Prozessor, der wurde mir zu schwach. Den alten, den ich hatte, den i7 2090K wegen dem Rendern. Der wurde mir zu schwach. Da habe ich mir einen neuen Prozessor, einen neuen PC gleich geholt. Mit allem dran. Aber. Ich bin wunschlos glücklich, der PC läuft. Ich bin echt zufrieden mit dem Teil. Auch mit der 1080 dann. Ich weiß nicht, warum ich wechseln sollte. Aber natürlich gibt es natürlich auch Argumente dafür. Aber schon gehört, da kann man dann mehr FPS zocken und dann auch natürlich auf Ultra wirklich hier alles mal voll aufreizen. Aber momentan. Das ist besser, bin ich. Nein, aber jetzt mal ehrlich. Das
Sag mal so, wenn die 1080 noch im Cyberpunk immer steht, das wird sowieso und läuft auch. Und dieses Jahr wird es halt sowieso grafisch immer so viel ändern. Also ich sag mal so, Cyberpunk wird, gehe ich mal davon aus, wird viel hübscher aussehen als das hier. Also wenn man das überhaupt so, sagen kann, wird ja hübscher oder aus oder so. Kann man nicht Fragezeichen. Was heißt, was bedeutet das? Oh ja, Strawberry. Ist auch irgendwie geil, das, man verbindet irgendwie was mit Strawberry, finde ich immer. Wenn man hier kommt mit Arthur, die erste, war ja auch die erste Hauptmission, glaube ich, mit. Dass man nachher. Morgen, die Open World genießen konnte. Welcome back. Take a look, if you will. Ja, ich bin da unter. Blicken. Ach so, kann ich jetzt ausrauben. Ah, nee, damit, nein, damit machen wir nichts mehr zu tun. Ich brauche nichts ausrauben, ich glaube, ich habe keinen Interesse dran. Das macht immer nur Ärger. You ain't a tourist, so I'm guessing you're a bounty hunter. Posters usually go up on that wall there. Ah, Bevel. Bevel heute, das wollt ihr von mir. Wie heißt der Liebe? Steckbrief für Bart Kavanaugh. Gesucht $60. Bart Kavanaugh aus Laramie wird tot und lebendig gesucht. Bart Kavanaugh wurde in der Provinz Strawberry für gesetzlos erklärt. Er wurde zweifelsfrei belegt, dass sich Kavanaugh mehrere Fälle von tätlichem Angriff, Einschüchterung und möglicher Sachbeschädigung schuldig gemacht hat. Das gesehen bei Gnarly Warrock. Wenn sie ihn finden, nehmen sie ihn fest und telegrafieren sie an, ja, an Sheriff-Büro von Strawberry. Okay, ja. Beispiel gewinnen. He's one of them boys down from Laramie. They say they businessmen chasing up land deals. But I know hired guns when I see him. Laramie? I'm acquainted with some of those fellas. Yeah, Mayor's got a strange tolerance. But this one's gone too far. He's up north of here, the other side of the mountain. Ja. Von ein neues Haus müssen wir noch mal, Geld in die Hand nehmen, ne? $60, easy. Ja, ich verdiene das Geld. Dann habe ich damit schon 150 Tacken gemacht. Mit beiden. Läuft. Ich meine, bei Red Redemption 1, das war geiler. Das war nicht besser. Da war das so, dass ich glaube, wenn du $100 hast du bekommen. Wenn du ihn lebendig abgeliefert hast, dann immer die Hälfte, wenn du, also wenn du den Tod abgeliefert hast. Es war immer, also es hat immer jeder Kopfgeldauftrag, da gab es auch noch mehrere, jeder Kopfgeldauftrag hatte einen Maximalpreis. Und immer wenn du den getötet hast, gab es noch die Hälfte. Also wenn es 100 waren 50, wenn es $50 waren maximal. Achso, sorry. Ich hoffe, der Chinese. Wer sich hier mit. Ah, wie hieß denn der? Der Chinese in GTA 5 den eingelassen. Wie heißt der mal? Wie hieß? Der immer besoffen war. Oder auf Bogen? Keine Ahnung. Der war auf Bogen. Naja. Auf jeden Fall, hat sich dann mit dem eingelassen.
Oh, es ist aber, es ist wirklich das schönste Spiel, das ich hier gespielt. Das sieht so gut aus. Oh, Alter. Where's Cavanaugh? Huh? Who's there? He can't be here. Alter, wirklich. Oh, was? Hey! Ja, natürlich! Hi! Na? Ja, ja, ja. Komm! Beruhig dich! Nicht gut für einen Blutdruck! Ich hab's immer noch drauf! Ja, ja, halt's Maul! Wisst ihr was? Ah, wir fahren nämlich. Wir reiten diesmal schön das Strawberry. Ja, ja, ja. Ich hab gehört, ein Strawberry soll leckere Erdbeeren geben. Interesse, du Arschloch? Ja, ich kann es kaum erwarten, dass du eine Fresse hältst. Und zack. Ne? Das haben wir auch schnell geschafft. Oh, mal hier einen Lang geritten. Sehr, sehr schön. Haben wir das auch schon fertig? Ja, ja, ich. Thanks for making it so easy for me. Wish they was all as dumb as you. Anything happens to me, you're a dead man. Ain't you heard of the Laramies? Oh yeah, we've met. They'll get me out. And when they do, we're real good at finding people. Yeah. I really couldn't feel less intimidated by you, Bart. Ugh, my stomach's turning something rotten. Can you take it easy? Nope. Ich soll schneller machen, gerne. I really don't feel good. Scheiße, I really couldn't care less. I think I'm going to be sick. Na, Kopf doch. Spill any of your guts on my horse. I'll spill yours on the ground. I'm just as fine taking you in dead. That's better. Real charmer, ain't you? What were you fellas drinking anyway? Some hillbilly rock good. It was real fun. Till it wasn't. These ain't even my clothes. Last thing I remember, we caught a rat in a boot and we're all pissing in it. Well, at least you can go to the gallows knowing you've led a full life, Bart. Oh, God, no. This boot's wet. It's coming back to me now. Sock full of piss. We're staying my life. And you saved the worst for last. You're real lucky I was indisposed. Yeah, I can only imagine you at your sharpest. Come on, don't do this. Let's work something out. Dom? Scheiße. Ich habe einen interessanten Reitstil, ich weiß. Made it, girl. Komm runter. So. Someone's here to see you, Sheriff. Bart Cavanaugh. Put him down in one of the cells. Yeah. You know who I am, Sheriff? You know who's protecting me? I hope you're sweating, because you're going to feel it for this. Yeah, yeah. It's your boss who got you brought in, you dumb bollock. Now shut up.
Hier kannst du dich jetzt in Ruhe auskotzen, Kumpel. So schön, ich geb den Ort zum Kotzen. Ist das nicht toll? Halt die Fresse. Mir scheißegal, was du denkst. Viel Spaß am Rumzappeln. Sehr gut. Take some comfort in seeing at least one of them Laramie boys meet justice. Take it if it helps you sleep at night. Obliged. Hey, no more posters going up here for a while. Mayor don't like the way it looks. We are a tourist town after all. Okay. Oh, das ist ein Danke. Come on, man. Na gut, Leute, dann würde ich sagen, und wir machen jetzt hier mal einen kleinen Cut. Beim nächsten Mal geht's dann wieder weiter hier mit Let's Play Red Dead Redemption 2. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Folge rein. Euer Pyrus. Tschüssi.